Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Amüsiertablette mit eurem Crunchgau und den Sims 4. Unsere Schergen sind alle auf der Arbeit. Kann sich aber nur noch Minuten handeln, bis der erst wieder nach Hause kommt. Jawohl, da ist er. Oder? Da ist er. Da ist er doch nicht. Doch, jetzt, jetzt, jetzt. So. Rocky Bocky ist wieder daheim. Und hatte irgendwie keinen Spaß. Das Problem ist, der PC ist kaputt. Den konnte ich nämlich nicht mehr reparieren. Aber er kann jetzt dann erstmal Teile plündern und, wo ist denn das Problem? Ich die Tür weggebaut? Nee. Oder warte mal. Tatsache, die Tür ist weg. Hätte die Tür gemacht? Also, ernsthaft jetzt. Wirklich? Also ich habe die Tür da nicht entfernt. Das war der böse Poltergeist. Ja, sage mal, da ist einfach die Tür weg. Jetzt geht's aber los. So, wegwerfen. Reinbitten. Das ist schon sehr eigenartig. Aber gut, ich muss nicht alles verstehen. Oh, jetzt geht's hier aber richtig los, ne? Braucht Vergnügen, ja. Ich würde dir gerne Vergnügen geben, aber. Na, mal ein bisschen abwaschen, zack, ein bisschen Spiel spielen. Schon wird alles wieder ein bisschen besser. Glaubt man zumindest. Da ist noch jemand nach Hause gekommen. Yeah, ich bin auch wieder da. Was mache ich eigentlich gerade? Ach ja. So, ich muss was essen. Kann mir ja auch Makaronis und Käse machen. Wir haben jetzt 6000 Simoleons ungefähr. Ich setze mich jetzt einfach mal mit hin und quatsch da mit den Leuten ein bisschen. Jetzt haut er wieder ab. Läuft. Ich habe auch gerade nicht so viel Spaß, wie man sieht. Und jetzt habe ich mich anscheinend hier auch gefetzt um das Tablet. Und um die Technik. Auf jeden Fall werden wir den mal reparieren gleich. Wenn wir fertig sind, kommen wir auf zu essen. Ja, er ist auch wieder da. Das ist schön. Da kann man eine nachdenkliche Dusche nehmen. Gucken wir mal, wie lange ich brauche, um das Ding zu ersetzen. Das ging noch schnell. So, ich würde spontan sagen, ich lege mich schlafen. Was kann er hier noch machen? Hat ein bisschen Hunger. Hoffentlich brennt er nicht wieder die ganze Wohnung ab. Aber Wayne, dann ist halt so. Tu es. Dass er sich noch nicht beschwert hat, dass keine Partys mehr hier gefeiert werden, ne? Danach kann er bewässern. Häten, bewässern, häten, bewässern. Jeder das, was er verdient. Was ist eigentlich für ein Wochentag? Es ist Donnerstag, das heißt, morgen müssen auch wieder alle arbeiten. Es wird noch gejätet. So, ich glaube, hier kann man schon was ernten. Ah, sieht doch gut aus. So, jetzt gucken wir mal, was er braucht.
Bisschen Blase. Alles wegwerfen. Aufräumen. Und weiter geht's. So, was will er machen? Ein Nickerchen oder schlafen? Okay. Alle wollen schlafen von unseren Sims. Das gönnen wir denen ja auch, das Vergnügen. Da kann man ein bisschen was rumspielen. Da haben wir ein bisschen Spaß hat. Hier kommt gleich der Hunger raus. Jetzt mal gucken, wann wir hier zur Arbeit müssen. In 4 Stunden. Und wie sieht mein Bedarf nach Spaß aus? Sieht doch schon ein bisschen besser aus. So, dann werden wir jetzt mal Programmieren üben. So. Säubern wir das Ganze hier mal ein bisschen, damit wir den anderen nicht mehr angeekelt sind. Machen wir mal für alle Rührei. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Oh. Da musste schon einer zur Arbeit. Naja, so ist das halt. Jetzt muss ich in circa einer Stunde hin. Das können wir verkraften. So, wann musst du los? In 2 Stunden. Da kann man noch ein bisschen Spaß haben. So, jetzt in einer. Dann gehen wir nochmal hier hin. Komm, hör auf. Lassen wir ihn selber entscheiden, was er machen soll die letzte Zeit. Mit seinen Häschenpantoffeln. Bisschen abdancen. Läuft. So, und auf zur Arbeit. Und schwupps, schon sind wieder alle zur Arbeit. Nun, um 15 Uhr kommt erst der nächste wieder. Kleine Kapsel beim Schrubben einiger Entlüftungsventile des Schalters findet man eine kleine Kapsel, die sich darin verfangen hat. Sieht toll aus. Na, wir liefern sie lieber ab. Leistungsverbesserung klein. So. Schon kommt der nächste wieder. Bock, bock. Er könnte duschen. Das muss er eigentlich für seine Arbeit machen. Auch programmieren. Das ist ja hart. Dann könnte er mal aufräumen. Das weglegen. Einfach mal ein bisschen was tun. Aber es ist Freitag, das heißt, morgen ist frei. Auch alles weg. Noch mal ein bisschen programmieren üben noch, ehe der Spaß versagt. So, er hat Level 2 erreicht. Jetzt kann er ein bisschen zocken. Danach kann er was essen.
So, jetzt müsste bald noch einer hoffentlich hier rauskommen. Jo, ich. So, Spaß hatte ich keinen. Hygiene ist auch scheiße. Also spielen wir jetzt erstmal ein Spiel. Und ihm fehlt schon wieder Energie. Da habe ich wohl nicht gut gehaushaltet in letzter Zeit. Ja, mal ein bisschen duschen. Eine schnelle Mahlzeit, Cerealien. Und danach kannst du schlafen gehen. So, was mit ihm hier? Er hat auch Hunger und Spaß. Also, eine Mahlzeit nehmen, Cerealien, los geht's. Ihr euch ja ein bisschen unterhalten. Schlafen gehen wieder. Zack. Und schon sind wieder alle am Schlafen. Das ist ja wie im wahren Leben. So, jetzt schlaf dich immer ordentlich aus. Was mit ihm? Muss auch auf Klo, okay. Weiter schlafen. So, du kannst ja Frühstück servieren. Pfannkuchen. Kann sich nämlich jeder gleich Pfannkuchen nehmen. Klingt ja eigentlich logisch, wenn einer schon mal ein bisschen vorkocht, läuft das ja viel besser. Und dann können die heute auch mal so ein bisschen Party machen. Und neue Betten könnten wir dem mal kaufen. Und oh nein, die Stereoanlage ist im Arsch. Hey du, du könntest mal bitte aufräumen. Warum fühlst du dich unwohl? So, und du kannst dann erstmal wieder alles reparieren. Weil das klappt mit dir inzwischen ganz gut. So. Auch nochmal ein bisschen Programmieren üben. Okay. Dann können wir das ja mal weglegen. Bewässern, bewässern, bewässern. So, und dann jäten. Das andere müssen wir noch nicht jäten. So, dann können wir hier schon mal alles ernten, oder nicht? Oh. Was machen die da? Die haben wohl Spaß beim Tanzen.
Das sei denen auch gegönnt. Level 2 der Fähigkeit Charisma. Das ist ja toll. So, jetzt müssen wir mal wieder wegkommen von Arbeit. Tanzen wir mal. Ja, und alle bewegen sich. Es ist eine Riesenparty. Und Clipping ist auch dabei. So, ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt die ganze Bande mit und reisen damit erstmal. Ja. Gucken wir mal, womit wir mit denen reisen können. Ins Fitnessstudio, das wäre bestimmt voll lustig. Zum Blauen Samt, ein Nachtclub. Rockpock, Amitan nehmen wir mit. Oh, die nehmen wir alle mit. Das wird eine richtig große Party. Oder so. In etwa. Ach ja, Ladezeiten sind auch schön. Ah, es gibt Spiele, da ist das meiner Meinung nach deutlich, deutlich schlimmer. So, wir sind angekommen. Ja, let's fetch, sprach der Frosch und sprang in den Ventilator. Rein da. Kennenlernen. Sie ist düster. Das ist ja doof. Kann ich hier noch irgendwo welche? Die Jungs haben sich erstmal in die Bar gesetzt. Das läuft. Na komm, dann setzen wir uns da mit denen hin. Alle diskutieren sie. Was haben denn die jetzt alle hier vor? Alle tanzen hier. Abgedanced im Nachtclub. Yay. Wir machen mal ein Kompliment. Nina Kalente. Das ist ja was Tolles. Was machen die anderen gerade? Rockbox sitzt da rum und trinkt. Hackbart bestellt einen Drink. Oh, ich tanze hier rum. Und das alles beim Tanzen. Es generiert das wenigstens Spaß. Mal kennenlernen. Gucken, wie die so drauf ist. Oh ne, erstmal bin ich abgehauen. Weil auch ich einen Drink brauche oder so. Was ist mit ihnen hier? Kann er nicht irgendwas machen, weil er hier der Partylöwe schlechthin ist? Wer hat denn hier von uns die Witzefähigkeit? Comedy, mhm. Comedy 2. Und hier hat er auch Comedy 2. Dann würde ich sagen, versuchen wir es mal mit Witze erzählen. Reden die miteinander oder haben die ja nicht so viel vor? Sie hört hier zu. Immerhin. Sie hat sich gefreut. Machen wir uns mal. Komm, Witze aufhören, freundlich vorstellen. Oh nein. Was tust du denn jetzt? Oh Gott, ich dachte schon, wir müssen jetzt hier.
Okay, wir unterhalten uns hier über 40.000 Ecken. Das soll jetzt erstmal wieder gewesen sein. Wir sind mittendrin in einer wilden Party und wir werden diese wilde Party vielleicht noch ausarten lassen. Vielleicht fangen wir auch eine Schlägerei an. Mal gucken, hier gibt es ja doch ein paar Milchbubis, die könnten wir vielleicht verprügeln. Malcolm zum Beispiel, der wird unser Opfer werden. Also, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei den Sims und dann lassen wir mal ein bisschen Emotionen hier laufen, weil hier sind Leute energiegeladen, sehr energiegeladen. Das heißt, wir könnten theoretisch mal da einen Boxkampf machen und da glücklich sein. Hier will jemanden umarmen, auch toll. Also es wird sehr romantisch und auch brutal werden hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Amüsiertablette mit eurem Kranschkau. Bis dahin wünsche ich euch was, haut rein, ciao, ciao.